Audio Post. Geklickt. Gehört. Das Thema ist nicht neu, aber es ist leider auch zeitlos. Accounts und Zugänge, die gehackt werden. Und weil die Panik immer groß ist, wenn man sowas entdeckt, holen wir uns jetzt die ultimativen Tipps zur Vorbeugung und zur ersten Hilfe. Von Andreas Wiesler. Als IT-Experte weiß er natürlich, ob wir uns überhaupt vor den berüchtigten Phishing-Mails schützen können, die immer wieder in unseren Mailfächern auflaufen. Nein, leider nicht. Auch nicht mit den besten Mailfiltern. Ich vermute sogar, dass die Anzahl E-Mails massiv zunehmen wird, statt sich zu reduzieren. Andreas Wiesler ist Inhaber der Firma Go Security und berät Firmen und Privatkunden zum Thema Computersicherheit. Daher kann er gut erklären, woran man erkennen kann, dass etwas mit einer Mail nicht stimmt, sie nicht seriös ist. Die Hacker versuchen, mit psychologischen Tricks zu arbeiten, zum Beispiel Druck. Das Konto oder die Kreditkarte ist gesperrt. Ein anderer Versuch ist ein Gewinn oder ein Erbe, das mir zusteht. Wichtig ist dabei immer die Zieladresse genau anzuschauen. Einfach mit der Maus über den Link fahren und schauen, wohin der zeigt. Manchmal bemerkt man erst, dass ein Hacker am Werk gewesen ist, wenn man sich nicht mehr in einen Online-Shop einloggen kann. Was tun? Jeder Shop hat heutzutage einen Link Passwort vergessen. Den klicke ich an und dann erhalte ich per E-Mail einen weiteren Link zum Zurücksetzen des Passwortes. Klappt das nicht, weil ich vielleicht eine andere E-Mail-Adresse habe, hilft dann nur der Anruf beim Kundensupport. Aber was hilft denn gegen Hacker? Außer natürlich gute Passwörter. Ganz einfach, wachsam sein. Aber mit den sogenannten Deepfakes wird eine ganz neue Gefahr auf uns zurollen. Zum Beispiel Anrufe, wo die Stimme genauso klingt wie von einer bekannten Person. Oder täuschend echt aussehende Videos. Hier hilft gesundes Misstrauen und vor allem auch in Stresssituationen nicht einfach losreagieren. IT-Experte Andreas Wiesler gibt Hintergrundwissen, damit wir verstehen, wie Betrüger eigentlich an unsere Daten gelangen. Viele E-Mail-Adressen werden bei erfolgreichen Hackerangriffen auf bekannte Seiten beschafft. Dagegen kann ich mich leider nicht schützen. Jedoch sollten wir sehr vorsichtig sein, wo wir überall unsere E-Mail-Adresse verwenden. Für den einmaligen Gebrauch, weil ich irgendetwas herunterladen möchte, gibt es auch sogenannte Wegwerf-E-Mail-Adressen, die sich nach der ersten oder zweiten Verwendung gleich wieder löschen. Audio Post. Geklickt. Gehört.